Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Crusader Kings 3. Heute am Weihnachtsfeiertag müsste die Folge rauskommen. Damit also, ne? Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Je nachdem, wo ihr wohnt und wie ihr wohnt. Und weiter geht's in, naja, Norditalien mit unserem afrikanischen Arkan-Volk. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr weit weg von unserem Ursprung. Und das über knapp 100 Jahre gerade mal. Aber es, ja, ist tatsächlich immer noch das Einfachste für mich, ein Großreich irgendwann mal zu gründen. Auch wenn wir mit Italien überhaupt gar nichts zu tun haben und unsere Religion noch nicht mal ansatzweise der entspricht, die hier überhaupt vorherrschen sollte. Aber gut, das könnte einerseits zu Vorteilen führen, weil wir immer Religionskriege führen können. Auf der anderen Seite, wenn irgendwann die Christen irgendwie uns als Dorn im Auge sehen, dann haben wir richtige Probleme, weil dann greift uns hier alles an. Aber gut, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ja, ansonsten, wir sind, glaube ich, noch gerade im Krieg. Also für mich neue Aufnahmesession, deswegen muss ich mich mal wieder orientieren. Und mal kurz durchgehen. Lösegeld, das waren immer noch die Aufständischen, wobei ich ja da von meinem, achso ja, uns fehlt irgendwie ein Ratskanzler. Den machen wir auch gleich. Was wollte ich sagen und nicht lügen? So, Conti Hähne, bitteschön. Wir, genau, das sind immer noch die Aufständischen, wobei ich tatsächlich auch schon einige wieder freigelassen habe. Und ja, die haben alle positive Meinung mittlerweile. Dadurch, dass wir ja doch schon ein paar Jährchen an der Macht sind, geht das auch wieder bergauf. Wir könnten die mal freilassen. Können wir gleich nochmal unseren Geldbeutel ein bisschen auffüllen. Und du bist nur 14. Bon Conte. Enchanté. Na komm. Du bist zwar schisalpinisch, aber... Ach Gott, stopp! Okay, du hast nichts mit Piemont zu tun, wa? Weil nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwelche Bonuspunkte versaue. Gut, Ratskanzler haben wir wieder. Du machst immer noch heimische Angelegenheiten, ne? Ja. Dann das. Du machst immer noch mehr Kontrolle, genau. Wir machen ja Genua komplett jetzt erstmal safe. Luni. Lapp. Luni behalte ich, weil ich würde gerne den Titel hier, Genua, den würde ich gerne als meinen, als einen meiner beiden Haupttitel behalten, die ich ja quasi halten darf. Wobei ich ja unten in Arkan, also in unserem Ursprungsland, Obagurma zum Beispiel, das brauche ich gar nicht mehr, weil ich da unten überhaupt nichts besitze, genauso Brong. Also die beiden Titel könnte ich eigentlich auch mal locker abgeben und mir hier oben Titel schaffen. Geld dafür hätten wir. Genua können wir auch schaffen. Ich denke, das mache ich gleich mal als erstes. Dass ich zumindest schon mal einen Titel abgebe. Muss mal gucken. Also Obagurma gehört uns, glaube ich, gesamt. Ja. Wer ist denn hier der Herrscher? Nana Zaulo. Bist du meinem... Okay, du bist in meinem... Bist nicht in meinem Rat, so rum. Und dann haben wir noch Brong. Wer ist denn hier der Chef? Vasall in Königreich Kong. Ja, Kong ist aber nicht... Achso, oh Gott, ich bin ja Arkan. Sorry, da muss ich hin. Wow, Alter. Okay, ich besitze zwar den Titel Brong, aber ich besitze nicht eine einzige Länderei mehr von Brong. Ja, das ist ja auch wieder ein ganz toller Titel, den man hier hat. Hat jemand einen Anspruch auf Brong? Also wie gesagt, ich besitze einfach überhaupt nichts mehr davon. Ah, hat jemand Anspruch auf Brong? Ja, er hier zum Beispiel. Conti Hähne Wonlei von Korsika. Oder Sauvolo von Kurumba. Sind beides auch Vasallen von mir? Wer bist du? Der Ibiza-Typ. Sind wir weit weg, finde ich. Ansonsten kann ich hier... Das kann ich leider nicht sortieren, wa? Dynastie? Ansprüche? Beliebter? Ich würde gern... Kann ich hier nicht einfach sagen Brong? Dynastie? Haus? Haus? Nee? Naja, das macht... Das geht auch nicht. Hm... Wobei, wenn ich es anklicke,
dann müsste das eigentlich aufleuchten, ne? Ja, oder auch nicht. Na super, das macht's ja noch einfacher. Ashanti. Also es leuchtet eigentlich doch auf. Warum leuchtet denn das bei meinen Leuten nicht auf? Weil das nicht der Haupttitel ist, wa? Oh Gott, ist das eine Sucherei jetzt. Ja gut, ich gehe mal von aus, es sind nur meine drei Verwandten. Oh, der Kontihene von Gru. Nee, aber du bist ja schon Kontihene. Ich muss einen Nana nehmen. Was bist du denn eigentlich für einer schon? Oberhäuptling? Nee. Du bist der... Ach, du hast das Herzogtum Korsika. Gut, dann vergeben wir es entweder an Sauvolo von Kurumba. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Komm. Du wirst Oberhäuptling von Vrong. Hast kein einziges Reich da, aber du kannst dir ja wiederholen. Musst halt deine Verwandten selber angreifen. Gut, und wir werden uns jetzt Genua schaffen. So. Und diesen Titel halten. Dann haben wir schon mal den ersten Titel in Europa. Europa! So, ansonsten lassen wir erstmal weiterlaufen. Wir haben noch, glaube ich, 3 Monate und 5 Monate Belagerung. Ich weiß gerade nicht, wo die Hauptarmee ist. So, tschüss. Was heißt tschüss? Der müsste eigentlich bei mir sein. Ah, hier irgendwo müsste er jetzt auftauchen. Da, Bon Conte. So, du nicht gezwungen, du auch nicht gezwungen. Wobei, ihr seid noch relativ jung, ne? Champion ist eingetroffen. Gott, nein, sorry. Also ich muss wirklich sagen, Champions einladen ist ja mal der Obershit. Also da kommen ja nur gute. So, und jetzt Monon Konmlan. Bist du nicht eigentlich ein echt guter Befehlshaber? Der ist wieder eine 14. Ich verstehe nicht, wie sich die Werte zusammensetzen, ganz ehrlich. Also erstmal gibt es hier den 21er. Ditwo Kuya. Und hier müsste unser... Hier ist gar keiner. Ja gut, wir selber definitiv nicht. Wüstenkrieger, Glaubenskrieger. Ja, machen wir ihn hier. Mann, ich muss mir unbedingt einen richtig geilen Befehlshaber mal besorgen. Ach, da kommt sie wieder, die Mini-Armee, die noch übrig ist. So, wir werden überfallen, passiert. Dann werden wir ihn mal abfangen hier unten. Anfreunden, der Ball. Okay. Beendet das Komplott. Sehr schön, wir sind mit Afolabil befreundet. Jetzt kann ich euch, glaube ich, auch zeigen, dass das Vorteile hat. Also, hier Afolabil. Gut, eigentlich müsste da noch stehen, Freund von uns. Warum ist denn der nicht unser Freund? Ich verstehe es nicht. Warum ist denn der nicht unser Freund geworden? Oder gibt es keine Freundschaften bei mir in meiner Kultur? So, dann versuchen wir mit ihm Freundschaft zu machen. 100%, super. Ja, er wird wahrscheinlich Luni angreifen. So, war da hier... Ach Gott, Alter, ich muss... Ach nee, der Herzogin bringt mir auch nichts. Weil die Herzogin ist eine Frau und ich habe nicht das Recht, dass Frauen bei uns quasi Befehlshaber sein können. Der haut doch gar nicht mehr ab, wa? Boah, ich hätte sie aber wirklich sehr gerne gefangen. Jetzt ist auch nur eine 32 und nicht mehr eine 34. Okay, gut. Dann Forderung und Happy Birthday. Piemont gehört uns auch. Kann ich den Titel ebenfalls schaffen? Jawohl, Geld haben wir. Titel schaffen. Wie gesagt, ich breite mich jetzt in Europa aus. Jetzt haben wir wieder zu viele gehaltene Herzogtümer. Richtig? Oh, ich muss erstmal ein bisschen was wegmachen. So, Luni, ja, können wir uns angucken. Genau, Herzogtümer sind zu viele. Und zwar Obergurma geht weg. Obergurma geht weg.
Wer ist da vorherrschend? Kronti Hene Zauvolo. Besitzt schon Bronk. Oh Gott, na super. Das war natürlich doch dann ganz verkehrt. Hallo? Zauvolo, es macht eigentlich am meisten Sinn, ihm das zu geben. Weil er halt auch das ganze Land da besitzt. Ja, ich muss ihm Obaguma auch noch geben. Der ist zwar dann relativ mächtig. Aber ich hoffe, er bleibt cool. So, ich erhalte zu viele Domänen. Das ist auch okay. Gut, dann sind wir hier unten in Afrika theoretisch erstmal raus. Theoretisch. Außer starten. Ich werde vielleicht nochmal Tagaza irgendwann angreifen, um mein Reich hier quasi zu vereinen. Ich kann ja das ganze Herzogtum hier quasi nochmal übernehmen. Nee, genau, das andere nämlich. Genau, dann hätten wir das zumindest. Und dann hätten wir hier eine sehr, sehr schöne... Da müsste das eigentlich alles rot werden hier. Das wahrscheinlich auch fast. Ist das hier? Gehört das auch mir? Nee, Timbuktu. Anderes Land. Alter, was die auch an Armee alle zusammen haben mittlerweile. Das ist Wahnsinn. So, gucken wir uns mal an, was wir erobert haben. Und zwar Kunko. Hm, schön. Und Turina. Auch schön. Geht's langsam los, dass ich zu viele Sachen besitze. Vasall von euch. Nana Ditwo. Er ist aber gar nicht mit mir verwandt. Naja, doch, aus meinem Haus ist er. Ja, gut, Glückwunsch, Ditwo. Titel vergeben. Die beiden Sachen. Sondergebäude gab es hier nicht, ne? Ne. So, Ditwo kriegt Turin und Cuneo. Dann sind wir wieder bei 5. Wir besitzen dann die 4 plus... Naja, gut, okay, Tortona müssen wir irgendwann auch abgeben. Aber das... Zu was gehört denn das eigentlich? Das gehört zur Lombardei. Casentino konnte ich, glaube ich, noch relativ easy einnehmen. Also prinzipiell kann ich hier alles relativ einfach einnehmen, weil ich halt mit einer 10.000er Armee durch die Gegend marschieren kann. Toskana hat auch keinen... Achso, gegen die habe ich aber gerade Krieg geführt erst, ne? Genau, von denen habe ich Luni eingenommen. Gut, haben wir auch. Dann Urbino. Wir lassen uns noch ein bisschen abkühlen. Aquitanien ist auch riesengroß mittlerweile. Ja gut, Byzanz. Pff, Alter, 17.000. Ist das Mazedonien? Pamphylien. Wow, okay. Lusatia. Lusatia ist aber... Genau, Lusatia ist da oben irgendwo. Ich erinnere mich. Weil das hatte ich auch mal. Oh, und gut, ein Waffenstillstand. Boah, Kacke, Alter. Könnt ihr beide nicht mal Krieg gegeneinander führen? Tunnelt gleich hinterher? Also ich habe so ein gesplittetes Reich. Ich meine, das Problem ist ja immer noch, dass wir keine... Einigkeit haben, ne? Also hier ist mal eine Familie Humbles da. Mali, wie gesagt, ist jetzt eine andere Familie. Ich bin fast am überlegen, ob ich mir den einen oder anderen wieder unter den Nagel reiße. Ach, Kacke, Alter. Wie viel besitzt ich denn hiervon noch? 22, das ist halt auch nichts. Maghreb werde ich nie im Leben kriegen. Mali. Pass auf, wir machen erstmal Tagaza. Ach Gott, der Verbündete. Hab ich gar nicht dran gedacht. Scheich. Da hinten. Wow. Mit 39 Soldaten. Okay, der ist nicht die Gefahr. Und die Sahara. Die hat 6000. Oder 4,6. Oh. Ah ja, okay. Ghana ist auch nicht mehr meine. Oh, aber Ghana hatte ich ja so die Riesenprobleme mit. Mit Fraktionen. Mitglieder. Populisten in Aravana, in Luni und in Ibiza.
Ja gut, das wird sich hoffentlich alles nach und nach erledigen. Okay, pass auf, das nehmen wir mal kurz ein. Ist das eine Grafschaft? Ja, sehr schön, ist ein Herzogtum. Dann nehmen wir das hier noch kurz ein. Religion, oder wir könnten auch über Prestige gehen, aber immer noch genug. So, er hat keine Verbündeten. Wir heben unsere Truppen wieder aus. Wie alt sind wir eigentlich? Obwohl. Okay, er hat sich auch nochmal direkt Söldner geholt. So, wie alt sind wir? Mitte 40, wa? Ja. Ein nettes Wort. Ich verbessere die Meinung. Wie viel Anspannung habe ich denn? Gar keine. Super. Die Gassa von Kansola hat. Okay, gewinnt Meinung und wir verlieren Anspannung. Super. So, Kultur fördern, super. Das werden wir auch weitermachen erstmal, oder? Ey, Geld haben wir. Naja, obwohl Geld haben wir gerade nicht mehr so viel. Aber ich muss Kultur fördern in Italien. So, Genua erledigt. Tortona erledigt. Dann machen wir Luni als nächstes. Weil ich würde zumindest da oben ein bisschen Ruhe haben wollen. Hat er gerade Soldaten verloren? Wilde Nächte. Anfreunden. Freundschaftskomplott erhält Fortschritt. Wir verlieren extrem viel Anspannung. Ah. So ein Glück. Mal kurz meine Ehrenrunde drehen. So, du hast nur einen 13er Anführer, ja. Okay, Krieg gewinnen wir. Wobei er gar keine schlechten Soldaten für das Gelände hat. Also da sind wir tatsächlich im Nachteil. Ich glaube, wir könnten den Krieg verlieren. Freiheit und Freundlichkeit. Niemals! Giramola verlässt den Kerker. Der ist 71. Ja. Oh ja, doch, wir gewinnen. Aber gut, jetzt kommt auch nochmal die andere Armee dazu. Kadi ist tot. Wer ist das? Freund von uns. Und neuer Lebenswandel. Schön. Jeder Freund gibt minus Anspannung und enge Verwandtschaft plus 15. Freundenkomplott, Persönlichkeitskomplott. Jeder Freund. Ja, okay, wir müssen eh bei ihr machen. Wir machen erstmal das mit dem Freund. Dann verlieren wir nochmal Anspannung. Yeah. Super. Schneller Kampf und schneller Sieg. Und jetzt haben wir das hier auch schon mal wieder verbunden. So, Aufgabe beendet. Und zwar Gemeinde bekehren. Super. Das machen wir definitiv. Nee, Anspruch auf Gemeinde nicht. Das machen wir definitiv weiter. Ah, komisch. Ach, Häuptlingsturm ist auch komisch. Dann Luni. Machen wir Luni. So, du machst immer noch Genua. Wobei, da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, oder? Obwohl, nee, wir, das ist unsere Hauptdynastie, Hauptdings. Das müssen wir auf jeden Fall auf 100 machen, damit wir komplette Steuern bekommen. Angriffskrieg. Ja, gut, okay. Gleiche Kultur ist schon mal gut, also kommen wir, schon mal kein Malus mehr. Das einzige, Kontrolle muss noch richtig hoch und dann geht es hoffentlich auch mit der Volksmeinung irgendwann hoch. Ja, gut, Wachstum ist halt wirklich... Läpsch. Dann übergeben wir dieses Land hier noch an irgendjemanden. Ich glaube, ich habe keine Verwandten mehr, ne? Nee, Dynastie. Doch, oh, ich habe Kinder. Tokba oder Paye. Wer ist Tokba? Enkelin? Nee, ist nicht richtig. Alter, was? Mein Sohn und Spielererbe? Also, übernächster ist schon tot? Oh Gott, Alter, starb an Herzversagen. Ach du heilige Scheiße.
Flomo ist tot. Korto Humbles. Holy shit. Und ihr habt alle noch keine Kinder. 17, du bist noch gar nicht verheiratet. Vleji. Oh Gott, Alter. Intelligent und Wohlgestalt. Oh, ist die toll. Ja, dann gibt es auf jeden Fall einen mit vererbbaren Eigenschaften. Alter, er ist hier einfach ein Genie. Pese Tender. 33, ist zwar ein bisschen alt, der Junge, aber der hat halt die Monster-Eigenschaft. Also ich glaube, ich finde Genie ist einfach wirklich das absolut krasseste in diesem Spiel. Jaklon ist aber ein Verwandter, den kann ich nicht nehmen. Der hat Louis. Oh, hier ist noch einer. 9 Jahre alt. Und halt ein Genie. Alter Schwede. 12, 10, 8, 10, 10, 6 und das mit 9 Jahren. Enkel von Nana Fodi. Ah, wen nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen den Intelligenten hier mit. Hier, Pese Tender. Wie gesagt, ist zwar ein bisschen alt, aber er hat halt die Eigenschaft Genie. Das ist halt der Hammer. Achso, ich habe immer noch gefährliche Fraktionen. Okay, gucken wir uns gleich an. So, über wen? Wem gebe ich das jetzt hier? Ich weiß immer noch nicht, wer Tokba ist. Cousin und Vasall von euch. Okay, gut, dann Tokba. Glückwunsch. Bist mein Vasall. So, wer ist die gefährliche Fraktion? Wer seid ihr? Ihr seid die. Aha. Der hat eine 84 und er ist trotzdem gegen mich. Ich meine, wir können gerne Krieg führen, dann ist das ein für alle Mal auch beendet, aber ich verstehe es halt nicht so ganz. Warum die jetzt auf einmal wieder durchdrehen? So, wir sind Freunde mit Mbanjik. Fraktion hat sich zerschlagen. Sehr gut, das war die. Ja, jetzt haben wir nur noch Bauernaufstände. Alles gut. Was nehmen wir als nächstes ein? Kabu. Ist auch nicht meins. Also mein Haus. Wie gesagt, Mali ist auch nicht mehr mein Haus. Weit unterlegen, die hatten anscheinend gerade Krieg. Ghana ist ja auch nicht mehr mein Haus. Ich könnte ihn natürlich unterwerfen. Zilla ist auch nicht mehr mein Volk. Koma ist auch nicht mehr meins. Komina, nicht Koma. Jenne, das ist noch meins. Hauserstaaten ist noch meins. Benim, Edo... Ja, Kong ist, glaube ich, auch nicht mehr meins, genau. Obwohl der mal irgendwann mit mir verwandt war. Alter, er hat einfach eine 25 Diplomatie. Krasser Kriegsfürst. Eigentlich müsste das doch trotzdem mein Verwandter sein. Wie bist du denn an die Macht gekommen, ey? Ja gut, ich könnte das jetzt nachverfolgen in meinem Dynastiebaum. Du hast auch einfach gar keine Verbündeten mehr. Okay, Herzogtum.
Das könnte man natürlich auch machen hier. Dann hätte ich das auch noch alles. Wenn ich das dann noch einnehme, ist hier einfach das gesamte Areal Arkan-Gebiet. Was hast du noch für Herzogtümer, die ich einnehmen könnte? Okay, das ist da oben. Ja, also theoretisch das hier für 375. Wo sind eben seine Hauptstadt? Da hinten. Das ist nur eine Grafschaft, wa? Oh Gott, das ist ja auch läppisch. Das ist... Okay, da hat er nochmal zwei Grafschaften und hier hat er noch irgendwas. Aber grafschaftsmäßig ist tatsächlich das hier nur eins. Idrisid. Ah, der hat auch nur Kriege, der Junge. Naja. Gut, wir lassen erstmal kurz ein bisschen weiterlaufen. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwelche Leute holen können. So, du bist eine 62 und hast Ansprüche. Gut, aber dein Partner ist nicht der Beste. Boah, sehr schön, Herkules. Das ist einfach mal die beste Eigenschaft, die man haben kann in dem Bereich. Auch super. Können erstmal unsere ganzen Leute hier bekehren. Fraktion hat sich zerschlagen. Herzlichen Glückwunsch. So, da konvertieren schon wieder die nächsten. Der Sohn meiner Tochter. Der Sohn meiner Tochter vor allen Dingen. Der. Da los. Er ist Ordensmitglied. Aha. Aha. Bon Conte. Warum ist er in meinem Hof? Okay, ich weiß es nicht. Fest mal in Tarundat. Ja, sind wir eigentlich hier frohe Natur? Ja. Das lohnt sich doch wieder. Gut, dann haben wir erstmal alle wieder bekehrt. Dann gucken wir uns mal ganz kurz ein bisschen durch. Einen Arzt habe ich noch, richtig? Ja, der müsste aber auch schon, ja, sehr alt sein. Der ist aber wirklich gut. Kann man tatsächlich nicht anders sagen. Der Typ ist wirklich eine Macht. So, kannst du mir eine neue Ärztin besorgen? Nö. Weil du wirst irgendwann sterben. 34, sehr schön. Oh, junge Ärztin. Aber eine Ärztin könnte ich mir schon mal besorgen. Gibt es hier noch einen, der halbwegs jünger ist? Hier irgendein Champion. Hier, 34, sehr schön. Dann heiratest du mal bitte meine zukünftige... Oh, was? Okay, geht nicht. Warum kann der Champion die nicht heiraten? Niedere Geburt. Ich müsste vielleicht einen nehmen aus dem Haus. Du zum Beispiel. Du bist ja an einem Haus. Du kriegst wahrscheinlich bessere, ne? Ja. Gut, dann heiratest du bitte die Dimbi Karave. Ja, sehr gut. Auch eine 15 ist Meisterjägerin, warum auch immer. Eieiei. Boah, die wäre natürlich eine super gute Kriegsführerin auch noch. Aber du wirst meine Ärztin. So, dann gehen wir nochmal durch. Die guten Damen. So, Gattin von uns, da brauche ich nicht gucken. Tochter von euch, 12 Jahre. Für die, ganz ehrlich, ich weiß, wen ich ihr gebe. Oh. Okay, es gibt aber welche, die theoretisch kommen würden. Nee, du heiratest bitte. Wo ist denn der Neunjährige? Ja, jetzt ist er mittlerweile 10. Obwohl, Neunjährigen gibt es auch. Und der hat sogar... Achso, ich muss auch matrilinear machen. Da weiß ich nicht, ob die noch alle da sind. Genau, dann ist der eine schon mal raus. Aber du. Sumaba Tohumna. Matrilinear. Heiraten. Also, verloben. Bis 10. Ishtakrit. Warum habe ich dich? Weiß das noch einer, warum ich die an meinem Hof habe? Ach, das ist ein Junge. Oh.
Okay, gut. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Ja, das ist, wie gesagt, das Problem, dass ich das manchmal nicht erkenne. So, gibt's hier einen... Okay, einen 53-Jährigen gibt's noch. Dütrück. Gibt's hier noch einen, der ein bisschen jünger ist? 34, ja. Ich weiß gar nicht, wo man diese Eigenschaften überhaupt immer herkriegt. Ah, boah, eine 26. Wann kann ich den wechseln? In 6 Jahren erst. Das ist natürlich ärgerlich. 23, 19, auch nicht besser. Alter, eine 27, Jaroslav. Ja, und wie gesagt, Bildung 29. Boah, der wär's halt, ne? Vishata. Können wir kurz bei Kampfgeschick gucken? Bluter, schwerer Malus. Weiß nicht, ob das der richtige Champion für uns ist. Kann man denn... Gibt's hier nicht was Besseres? Wie heißt denn das? Kriegs... Wie heißt denn hier der Anführer von der Armee? Nach dem würde ich gerne sortieren. Rang verstehe ich auch nicht so ganz. Nach was sich das berechnet. Wir können ja mal gucken, auf welchem Rang wir jetzt weltweit sind. Wir waren ja nicht gerade hoch. Ja, also Kampfgeschick ist es nicht. Pass auf, ich lass ihn hier heiraten. Wie schade an den Kitsch. 35 Jahre. Ich kann ihn zwar noch nicht wechseln. Aber dann haben wir ihn schon mal. Ja, und Kriegsfürsten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wenn ich hier rüber gehe. So, erstmal gucken wir alle bitte, auf welchem Rang wir stehen. So. Vergessen, wie wir heißen. Aber steht da euch da. Wow, warum bin ich denn immer noch so schlecht? Ich bin ja hier wieder irgendwo im Nirgendwo. Warum bin ich kruisch? Achso, na klar, kruisch. Ich hab gedacht, das wäre die Religion. Ja, gut. Wahrscheinlich ist der Papst wieder Nummer 1. Nee. Ah, von Ismailit. What? Ist denn bei uns hier irgendwo Ismailit? Hier drüben? Ja. Das ist der größte Herrscher. Respekt, Alter. Dafür, dass du keusch bist, hast du einfach mal 12 Kinder. Gut, er hat auch 3 Nebenehepartnerinnen. Sajid, Wohlgestalt, Frohnatur, habgierig, Flaggeland. Oh ja, geht noch. So, dann der Hochkönig von Shazaria, das ist... Okay, es war mal ein Riesenvolk. Also Shazaria ist auch ein Großreich, aber da ist ja fast gar nichts mehr übrig. Und der ist trotzdem noch auf Rang 2, ja. Und dann der Typ von Byzanz. Alter, er hat einfach immer noch eine 44. Das ist einfach nur heftig. So, Bildung. Ja, sind wir weit weg. Maschid von Bauernaufstand. Unverheiratet. Das ist einfach eine 30. Ist es möglich, den zu heiraten? Ach, das ist eine Frau. Och, kacke. Ach, Frauen kann ich ja leider nicht gebrauchen. Kann man Heiratsstatus, unverheiratet. Und bitte in der Nähe. Tomislav Schrysos. Oder Hauptmann von die Glaubensträger. Der darf, glaube ich, nicht heiraten, ne? Der ist auch 65. Er hier zum Beispiel. 15 im Kampf und eine 26 in der Kriegsführung. Alter, er ist 23 Jahre alt. Der ist Furtner, Bauernanführer.
Jungjäger. Was bist du? Flexibler Anführer, ebenfalls Bauernaufführer. Bauernführer. Kann ich den irgendwie heiraten? Nö. Ich hab nur Typen am Start. Kacke, Alter, den hätte ich gerne. Muss mir unbedingt neue Leute einladen, die halt auch nicht noch nicht verheiratet sind. Also neue Damen. Oder die alten Männer sterben irgendwann alle weg. So, ich nehme Vorschlag der Heirat an. Sehr schön. Eure Tochter, mein Enkel Sumamba. Sehr schön. Der Junge ist wichtig. Den Heiligen Bund der Ehe ein. Gut. Danke. So, Etza. Ihr kommt einer Freundschaft mit Etza näher? Ihr kommt einer Rivalität? Ne, wenn dann Freundschaft. Einer intimen Beziehung. Wow. Trunkenbold, Flaggeland, verwundet, Ehebrecherin. Albino, Zwilling. Ja, wenn dann Freundschaft. Aber hier nischt irgendwas, was mit Ehebruch zu tun hat. Okay. Mittlerweile gehört dem Byzantinischen Reich auch schon Sardinien. Das ist schön. Dass sie sich hier so schön ausbreiten. Alter. Oh. Oh, der Alte ist tot. Mal ganz kurz. Ist der schlauste Mensch der Welt tot? Ja, er ist tot. Das war er hier. Der müsste gerade gestorben sein, kann das sein? Ja, vor 1,5 Monaten ist er gestorben. Der schlauste Mensch der Welt. Ja, jetzt ist er es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie der auf eine 44 gekommen ist. Sein Bengel hat alles übernommen, oder was? Und der ist nicht ganz so schlau wie sein Vater. Zierlich, moderater Malus. Ist der nächste Erbe. Ja, hier. Oh, Treue schwören, was bringt mir denn das? Oh, euer Lehnsherr zu werden. Ach du Scheiße. nee. Danke. Kann ich sehr gerne darauf verzichten. Kann ich denn Leuten eigentlich die Dings anbieten? Dass die von mir, also dass sie meine Vasallen werden? Das macht wahrscheinlich. Ach, hier, doch. Sie ist de jure nicht euer Vasall. Gut, das wird auch immer oben angezeigt. Wenn das möglich ist, dass sich Leute anschließen wollen. Alter, wer ist denn Beggo? Beggo ist sich abgespalten? Brong. Achso. Beggo, da habe ich halt auch ein bisschen was gebaut, ne? Das würde ich gern wieder haben. Krontihene Zauvolo. Ja, machen wir es für ihn. Dann ist es auch gleich wieder weg. Kann ich eigentlich hier auch nur die Hälfte ausheben? Eine Schlange, Nana Lami, soll getötet werden. Okay, also Beggo mal kurz einnehmen für unseren Verbündeten bzw. Vasallen. Druckmittel. Oh Gott, Druckmittel. Also damit beschäftige ich mich tatsächlich nie mit Druckmitteln. Knast habe ich übrigens noch Leute. Zahlst du mir Geld? Nö, dann Bekehrung bitte. Ach, Ansprüche fallen lassen. Noch besser. Tschüss.
Ihr verliert Anspannung und gewinnt wieder Meinung. Und Leo ist... Tschüss. Ordensmitglied. Den kann ich bestimmt nicht rekrutieren, oder? Doch. Der wird sich aber nicht bekehren lassen. Ja, komm. So, Fraktion weg. Sehr schön. Neue Fraktion geschaffen. Vasall wurde gefangen genommen und freigelassen und irgendein Herrscher hat einen Krieg gewonnen. Okay. Halt. Tschüss. 21. Ah, ist okay. Kommen denn auf einmal die Leute her? Hat er sich gerade noch Söldner gekauft? Kann das sein? Ja. So, dann rennst du mal hinterher. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum du als 14er das führst. Eine Affäre. Meine Gemahlin ist bei Anbruch der Nacht einmal... jetzt falle ich ihr etwa. Ich stelle sie zur Rede. Beginnt die Aufgabe, Geheimnisse aufspüren, die den Hof von euch zum Ziel hat. Gattin und bester Freund. So, stellen wir sie mal zur Rede. Schweigt, als wäre sie eingefroren, doch ich sehe es in den Augen. Meine Befürchtungen sind wahr. Ich bin offenbar ebenfalls erstarrt, bis auf mein Herz, das heftig schlägt. Von Quellen werden sie begleitet von Tränen aus ihren Augen. Bitte, mein teuerster Gemahl, ihr müsst mir verzeihen, ich flehe euch an. Ich werde euch alles erzählen. Ich habe eine Affäre. Freund Kronti Hene, ein Banyik von euch. Wenn mal passiert, schwöre ich euch. Super. So. Ja. Na dann, wa? Werden wir unsere Frau mal einkerkern. Falls ihr nicht einkerkert, wird sie euren Hof verlassen. Jo. Die gesamte Familie. Oh Gott. Ja, dann trenne ich mich von ihr. Ehescheidung. Lässt sich scheiden, setzt ein. Verliert Meinung. Das ist mir egal. Alle Verwandten verlieren Meinung. Ist mir auch egal. Ehebrecherin. Raus. So, dann holen wir uns nochmal eine neue Frau. Ganz kurz. Das nochmal kurz nebenbei machen. So, 7 Monate. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er hinrennt. Aber gut, machen wir dann in der morgigen Folge weiter. Schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Wieder nicht auf die Uhr geschaut. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Genießt noch die Feiertage weiterhin. Morgen dann die nächste Folge am ersten Weihnachtsfeiertag. Und, ne? Bis dahin. Haut rein, ciao, tschüss und auf Wiederschauen.